Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute im Bikepark Warstein unterwegs und wir checken heute mal ab, ob der Bikepark Warstein wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Er hat ja schon ein bisschen negatives Feedback bekommen von vielen, unter anderem vom Tom zum Beispiel. Ja, ich dachte mal, komm, wir überzeugen uns jetzt selbst davon. Ich bin gespannt, wie viel los ist. Der Parkplatz ist relativ voll, da vorne ist auch voll. Oben sieht jetzt gar nicht so schlimm aus. Ich bin mal gespannt. Wir machen jetzt einen entspannten Nachmittag hier. Und ja, let's go. Bin richtig gespannt. Okay. Das ist auf jeden Fall schwieriger als Olpe, glaube ich. Ich lasse mich jetzt, greife jetzt einfach hier so. Zack. Das ist ja echt mal gar nicht so einfach. Interessant. Der erste Eindruck vom Park. Der Lift. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Der zieht auch so krass. Ganz ungleichmäßig. Und bounced so viel. Zum Glück ist die Liftfahrt nicht lange, so dass man das vielleicht aushalten kann. Junge, der Lift ist echt schlimm. Katastrophe. Ey, wieso schwankt das denn so? Alter. Boah, schlimmste Liftfahrt ever. Weil der Weg ist echt nicht weit hoch. Das würde sich echt fast mehr lohnen, einfach hoch zu radeln, anstatt hier den Lift zu nehmen. Ist auch am Rücken echt unangenehm, weil der runtergerutscht ist mittlerweile. Downhill, Freeride, Single Trail. Probieren wir unser Glück. Locker abrollen hier. Sehr kurze Abfahrt. Nachdem die Funride dann nach wenigen Minuten schon vorbei war, dachten wir uns, radeln wir mal hoch zur Downhill. Da ist der Start ein bisschen weiter oben und dadurch müsste die Abfahrt ja auch ein bisschen länger sein, denn diese kurzen Abfahrten, da kommt man irgendwie nicht so wirklich rein ins Fahren. Soll ich einmal probieren erstmal? Okay. Easy. Boah, das ist eklig. Das ist echt das Schlimmste. Alter! Alter, okay. Muss man auch kämpfen.
Okay, ist auch ein bisschen kaputt irgendwie. Sieht das so aus? Ja, ist auch okay eigentlich. Das haben wir aber nicht hier die Richtung gemacht. Also mir hat an dem Tag hier die Downhill-Line und der Single Trail am allerbesten gefallen und war so mein Highlight für den Tag. Denn sie ist abwechslungsreich, eine relativ lange Abfahrt im Gegensatz zu den anderen Strecken hier im Park, die alle wirklich sehr, sehr kurz sind. Und da die Strapazen vom Lift ja auch irgendwie entlohnt werden müssen, habe ich mich hier mit der Downhill-Line für den Tag tatsächlich am meisten angefreundet. Ich weiß halt echt auch nicht hier, welche Leine die ist. Der Single Trail ist definitiv auf Platz 2 für mich hier im Park, denn auch fürs Enduro-Rennen war das gar nicht so schlecht, das mal ein paar Mal zu fahren und zu trainieren. Nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich auch so ein bisschen an den Lift. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist der Lift, besonders wenn jemand irgendwie stürzt im Lift oder sehr, sehr schwankt, wenn einer vor dir fährt, dann stürzen irgendwie alle. Ich habe ein, zwei Stürze gesehen, wo dann 5 Leute direkt hintereinander auf der Nase gelegen haben und das ist nicht so eine coole Sache. Als nächstes habe ich mir dann die Freeride angeschaut, denn die Freeride ist ja meistens so eine Line im Park, die richtig Bock macht. Mir taugte diese Line hier im Park nicht so wirklich, weil die Tables irgendwie ja ziemlich komisch so für meinen Geschmack sind. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die das richtig lieben hier und ich bin einfach nur zu blöd, das Ganze zu fahren. Allerdings, ein großes Manko finde ich hier im Park ist die Beschilderung. Im Single Trail zum Beispiel hat man auch nicht wirklich gewusst, wo man jetzt langfahren soll. Und man könnte hier ein bisschen mehr an der Streckenführung arbeiten und halt auch die Lines irgendwie besser kennzeichnen. Mit, was weiß ich, irgendwas halt. Dass man einfach weiß, wo man hier lang zu fahren hat. Nicht? Eigentlich hatte ich für den Tag schon komplett aufgegeben, weil ich mich einfach nicht so wirklich wohlgefühlt habe und nicht warm geworden bin. Allerdings saß man hier an der Jumpline und ich dachte mir, hey, zumindest mal locker abrollen, das Ding müsste noch drin sein. Okay.
gruselig hier. Leute, ich habe mich ja während dem Fahren jetzt wenig gemeldet von Vlog-Perspektive. Deswegen jetzt kurz Feedback zum Park. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich kann den Tom verstehen in seinem Video, was er gesagt hat. Auch, dass er am Anfang schon direkt irgendwie sein Vibe gekillt war und er eigentlich schon wieder fast nach Hause fahren wollte. Ähnlich ging es uns auch heute. Wir sind dann halt auch ein bisschen gefahren, aber wir haben nicht so gut die Kurve bekommen wie der Tom. Schaut doch gerne mal bei seinem Video vorbei. Er gibt das ziemlich gut wieder und ich kann das nur bestätigen. Der Park ist eigentlich nicht verkehrt. Also die Strecken sind schön, allerdings sind die Strecken kurz. Der Lift ist eine Vollkatastrophe. Ich weiß, also das ist, also es gibt mit Sicherheit Leute, die fühlen sich damit richtig wohl und so, aber Leute, wenn ihr schon Angst vor dem Lift in Olpe habt, der Lift in Olpe ist nichts gegen den hier. Also der kostet echt Nerven und Kraft und ja, wenn ihr dann verrutscht und so weiter und wenn einer stürzt hier im Lift, dann stürzen auch direkt noch 3-4 mit. Also das ist echt so eine Sache, weiß ich nicht. Vorteil natürlich, der Park ist günstig, ist nicht so teuer und ihr habt ganz viele Variationen, nur ein 2-Stunden-Ticket, 3,5 Stunden Tageskarte und die Preise dafür sind auch wirklich fair. Auch die Strecken sind wirklich gut, allerdings einfach kurz. Auf der Slopestyle-Jumpline, da habe ich mich natürlich gar nicht wohl gefühlt. Da war ich irgendwie auch so ein bisschen lost. Allgemein Orientierung im Park, da waren jetzt zwar schon ein paar Schilder, aber ja, so einfach war es irgendwie nicht, sich da zurechtzufinden. Wenn der Park nicht weit weg ist, lohnt sich das mit Sicherheit für den einen oder anderen zu besuchen. Ich persönlich werde, denke ich mal, eher nicht wiederkommen. Und für mich lohnt sich Olpe einfach viel, 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 viel mehr. Und da habe ich auch irgendwie mehr Spaß an der Sache, ne? Gut, nichtsdestotrotz war es mal ein Versuch wert. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir dran sind und vielleicht habt ihr auch ganz, ganz andere Erfahrungen mit Warstein, aber auch von der Parkpflege her könnte ein bisschen schöner sein. Die Location unten ist allerdings schön, also wenn man da so chillt und sich das Ganze anguckt und dann hüpfen da die Leute rum, das ist schon cool und ich glaube, so ein kleiner familiärer Bikepark sollte auch genau sowas haben. Das fehlt so ein bisschen in Olpe, da gibt es zwar die Vereinshütte und oben die Skihütte, aber man hat halt nicht so einen Blick direkt auf die Strecke. Jo. Naja, nichtsdestotrotz immerhin auf dem Rad gewesen, was Neues kennengelernt, ist auch immer gut und ich war auch nicht ganz, ganz unglücklich mit meiner Leistung heute, aber hätte besser sein können. Morgen geht's nach Willingen, Leute. Season Opening, nicht verpassen, deswegen wahrscheinlich ist das Video von Willingen schon online, wenn das Video online ist, weil ich werde es direkt schneiden und online bringen. Also, abonnieren nicht vergessen, Kommentar da lassen, schreibt mal eure Meinung zum Bikepark Warstein, würde mich interessieren, wie ihr das Ganze so seht und ob ihr vielleicht einfach den Lift voll gerne mögt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.